Hallo zusammen, in diesem kleinen Clip wollen wir uns anschauen, wann Spiegelbilder überhaupt sichtbar sind und wann nicht und wie man diese Spiegelbilder dann konstruiert bzw. die Strahl, Strahlgänge so einzeichnet, damit wir uns überlegen können, in welchen Regionen muss man sich hinstellen, damit die entsprechenden Spiegelbilder sichtbar sind. Und wir starten dies direkt, indem wir mal einmal hier äh, folgende Situation betrachten. Ähm, das soll jetzt kein Spiegelbild sein, sondern der junge Herr auf dieser Seite, ein reelles Objekt. Und wir stehen nun irgendwo hier auf der linken Seite einer Wand. Und wir müssen uns fragen, okay, wenn wir diesen jungen Herrn sehen wollen, dann müssen wir ein Loch in die Wand bohren, etwa so. Und die Frage ist nun, in welchen Bereichen muss ich mich hinstellen, damit ich den Mann komplett sehen kann. Und äh, wir werden gleich sehen, was das mit Spiegelbinden genau zu tun hat. Ich nehme das auch mal hier wieder weg. Ähm, um diesen jungen Burschen komplett zu sehen, muss ich den höchsten Punkt und den tiefsten Punkt, des Punkt äh, dieses jungen Burschen, ich nenne die Punkte P1 und P2, äh, diese Punkte muss ich sehen können. Und wir wissen bereits, dass von diesen Punkten eigentlich ganz viele Strahlen ausgehen. Und die Strahlen, die uns interessieren, sind diejenigen, die durch die Wand durchkommen bzw. Durch, durch die Öffnung der Wand kommen. Das heißt, P1 wird Strahlen in alle Richtungen aussenden und der erste Strahl, der hier durchkommt, wird dieser Strahl sein. Und ich könnte auch hier nochmals das gleiche äh, einzeichnen bezüglich der unteren Wandgrenze. Und was jetzt klar sein sollte, egal wo ich mich hier links von der Wand hinstelle, ich sehe diesen Punkt P1, also der Scheitel des Kopfes ist sichtbar. Wenn ich das gleiche vom Fuß aus mache, das heißt wiederum zwei Strahlen einzeichne, auf alle Fälle dieser Strahl, der gerade durch die untere Kante durchgeht und alle anderen Strahlen bis auf diesen Strahl, den ich jetzt einzeichne, werden auch durch die Öffnung der Wand durchgehen, dann sieht man, wenn ich mich irgendwo hier hinstelle, dann kann ich den untersten Punkt sehen. Möchte ich nun die ganze Person betrachten, dann muss ich mich in eine Region bewegen, wo die Punkte P1 und P2 sichtbar sind, weil dann sind alle dazwischenliegenden Punkte, also alles, was zwischen P1 und P2 liegt, ist auch sichtbar. Das bedeutet, diese zwei Strahlen, die ich jetzt hier wegradiere, sind nicht mehr relevant, sondern eigentlich nur die beiden Strahlen. Und egal, wo ich mich hier hinstelle, ich sehe sicherlich durch diese Lücke in der Wand Punkt P2 und Punkt P1, weil Strahlen ungehindert zu meinem Auge hinkommen können. Natürlich müsste man jeweils zwei Strahlen einzeichnen. Ich mache sie wieder wie so, äh, wie hier dargestellt. Also quasi divergente Strahlen, weil wir ja gelernt haben, ähm, dass wir das Gefühl haben, dass ein Objek Objekt dort steht, wo die zurückverfolgten Strahlen sich schneiden, also genau hier. Was ich euch gezeigt habe, kann ich eigentlich eins zu eins ähm, übernehmen, wenn es um Spiegelbilder geht. Und ich möchte das jetzt in diesem zweiten Beispiel mal demonstrieren. Wieder der Jüngling, der vor einem Spiegel steht. Und die Frage ist jetzt einmal: Okay, wo liegt das Spiegelbild dieser Figur und in welchen Regionen ist, die, ist das Spiegelbild sichtbar? Beziehungsweise in welchen Regionen kann ich den Punkt P1 und P2 betrachten? Das erste Problem, das, von dem ich oft höre, ist, dass man nicht weiß, okay, wie ich das Spiegelbild zeichnen muss, weil der Spiegel ist ja hier oben und der Jüngling hier unten. Äh, oft, was ich sehe, ist, dass man sagt, ja, ich muss irgendwie eine Verbindungslinie zum Spiegel zeichnen, und so, und ich habe gelernt, dass ich jetzt auf die andere Seite gleich, die gleich große Strecke abtragen äh, muss. Das ist natürlich schmann, weil wir haben gelernt, Spiegelbilder dürft ihr nur einzeichnen, wenn ihr äh, senkrechte Strecken zu einem Spiegel zeichnet. Wenn wir müssen quasi senkrechte Strecken waagrecht hier rüber, äh, rüber einzeichnen können, damit wir, damit sie also diese Verbindungslinien wirklich senkrecht auf äh, einer Wand liegen können. Und wenn dort kein Spiegel liegt, dürft ihr den Spiegel beliebig verlängern. Das heißt, Spiegel dürfen wir verlängern. Wir dürfen das an der Verlängerung von Spiegel spiegeln Und wie wir sehen werden, ist die einzige Frage dann ja, sind die Spiegelbilder überhaupt dann sichtbar von gewissen Regionen. Um das Spiegelbild einzuzeichnen. Ähm, wer das nicht mehr weiß, bitte schaut euch schnell dieses Video hier an. Der Link, den Link findet ihr gerade oben links. Falls wisst, ihr dann, es wisst, dann sollte es euch bewusst sein: eine senkrechte Linie einzeichnen. Zur Verlängerung des Spiegels oder durch den äh, Spiegel hindurch. Also hier senkrecht wichtig. Ich zähle die Häuschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Häuschen auf die andere Seite und dann ähm, mache ich die Konstruktion schnell, ohne weiter zu sprechen. Achtung, fertig, los! Et voilà, das Spiegelbild ist eingezeichnet. Ich habe ein bisschen geschummelt hier bei OneNote und mit Copy-Paste gearbeitet. Ich möchte mich jetzt aber auf den Punkt p 1 konzentrieren. Und ich wiederhole das, weil, es nicht, weil ich es nicht genug oft wiederholen kann. Dieses Spiegelbild, also ein Strich, ist für uns wie ein normaler Gegenstand. Und wenn wir jetzt uns fragen, wohin muss ich mich jetzt hier links vom Spiegel hinstellen, damit ich diesen Gegenstand sehen kann, ist die Frage eigentlich gleich wie vorher. Wohin muss ich mich hinstellen, damit Strahlen, welche vor diesem Spiegelbild kommen, durch den Spiegel auf mein Auge fallen? Und das kann ich wie vorhin einzeichnen. Das bedeutet, ich zeichne jetzt Strahlen von P1 ein, welche gerade noch in Anführungszeichen durch den Spiegel durchkommen. Wir werden sehen, die gehen natürlich nicht durch den Spiegel hindurch, aber sie werden am Spiegel reflektiert. Aber wir können das eigentlich als die gleiche Situation auffassen, da wir ja gesagt haben, dass Spiegelbilder wie reale Objekte sind. Das, diese beiden Strahlen kommen gerade noch durch den Spiegel durch, weil sie in Tat und Wahrheit natürlich gerade an diesen Kanten noch vom Spiegel reflektiert werden können. Das heißt, diese Strahlen kommen ja eigentlich von Punkt P1 aus. So Und werden dann reflektiert. Ein Betrachter, der jetzt auf dieser Seite steht, und zwar genau zwischen diesen beiden roten Linien, für den ist jetzt das Spiegelbild sichtbar, weil diese eingezeichneten roten Strahlen tatsächlich im Spiegel reflektiert werden können. Wenn wir uns beispielsweise hier befinden, also ich mache jetzt hier ein Auge hin, dann ist P1 nicht sichtbar, weil der Strahl müsste hier unter dem Spiegel durch, durch die Wand quasi gehen. So, und an diesem Punkt ist ja kein Spiegel da der ein Strahl der von P1 ausgeht reflektieren könnte, so dass der Betrachter meint, dass der Strahl auf der Verlängerung des reflektierten Strahles liegt. Also dass der Punkt auf der Verlängerung des reflektierten Strahles liegt. Ich hoffe, das ist soweit klar. Man könnte jetzt noch überlegen, okay, wo man muss man sich hinstellen, damit man die ganze Person sieht, dann muss ich noch von P2 aus die Strahlen einzeichnen, die durch den Spiegel gehen. Das wird dann schon aus, ausschauen. Ich mache wie immer den Strahl hinter dem Spiegel gestrichelt. Einmal so. sie Verzeihung. Und dann noch ein Strahl, der hier oben durchgeht. Das sieht dann so aus. Natürlich sind das Strahlen, die gerade von P2 ausgehen und reflektiert werden. Jetzt gibt es ein bisschen ein Durcheinander mit all den Strahlen. Ich zeige nur den ersten hin. Also so rein, so raus. Und jetzt ist es hoffentlich klar, dass, wenn ihr euch in dieser Region befindet hier, dann ist der ganze Körper des reflektierten Jünglings sichtbar. Weil egal wo ihr hier seid, alle Strahlen werden durch den Spiegel, also können durch den Spiegel zu eurem Auge kommen, die von P1 oder P2 und allen dazwischen liegenden Punkten ausgehen. Und wenn ihr euch zum Beispiel hier befindet, dann könnt ihr Punkt P2 nicht mehr sehen. Jetzt ein, ein, äh, zu einem äh, komplizierteren Beispiel. Das wäre seine eine direkte Anwendung de, der ganzen Geschichte. Das heißt, wir haben Bart, der hier sitzt und er möchte gerne, äh, da er sehr faul ist, nicht von seiner Couch aufstehen und möchte trotzdem Fernseher schauen können. Die Frage ist, wo muss sich ein Spiegel an der Küchenwand? Das wäre diese Wand hier, meinetwegen auch diese Wand hier. Wo muss ich einen Spiegel aufstellen, damit Bart den Fernseher sehen kann? Zunächst kann man sich überlegen, okay, vielleicht an dieser Wand einen Spiegel hinstellen. Ich übernehme Idee, diese Idee und sage, okay, kein Problem. Wenn ich irgendwo hin einen Spiegel aufstelle, dann muss das Spiegelbild senkrecht da, da zu dieser Wand stehen. Ich mache jetzt hier gestrichte Linien, senkrecht zur Wand hin. So, und trage das... Das hypothetische Spiegelbild des Fernsehers mal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, der Spiegel muss, das Spiegelbild des Fernsehers muss hier oben liegen, wenn irgendwo dort ein, ein, ein Spiegel steht. Jetzt kann ich auch direkt einzeichnen, wo der Spiegel stehen muss. Ich nenne die Punkte wieder P1. Hier P2. Das ist der Punkt P1. P2- damit Bart den ganzen äh, Fernseher sehen kann, müssen die Strahlen von P1 und P2 auf das Auge von Bart fallen. Also wenn Bart hier ist, dann sieht das dann so aus. Ich muss jetzt nur je ein Strahl einzeichnen. Wie gesagt, rein theoretisch, wir haben ja gelernt, wir machen immer so divergierende Strahlen rein, aber wir machen das jetzt nicht, weil wir uns nur um die Sichtbarkeit dieser Punkte kümmern wollen. Also ich mache es noch einmal hier, hinter der Wand gestrichelt. Also hier kommt der Einstrahl von P1 zu Bart und der, der Strahl vom, von P2' kommt hier zu Bart. Natürlich werden die eigentlich hier reflektiert. Also der Strahl kommt nicht von P1', sondern ein, äh, eigentlich von P1 und hier von P2. Und damit sie dort reflektiert werden können, müssen wir hier einen Spiegel hinpappen. Also würden wir hier einen Spiegel hin tun, dann kämen alle Strahlen zwischen P1 und P2 zu Bart hin. Das Problem ist einfach, dass hier noch eine Wand ist. Also dieses Spiegelbild ist von Bart aus nicht sichtbar, weil die Wand diese Strahlen blockiert. Das bedeutet, er kann mit, nur mit einem Spiegel dieses, äh, das Spiegelbild des Fernsehers nicht sehen. Deshalb radiere ich jetzt diese Strichlein hier weg. Okay. Die Frage ist nun, okay, wie kann jetzt Bart trotzdem dieses, äh, dieses, äh, ähm, diesen Fernseher betrachten? Und wir gehen wir von der Grundidee aus, dass Spiegelbilder wie Ob reale Objekte sind. Also da ist das Spiegelbild des Fernsehers an irgendeinem Spiegel, der irgendwo hier, den wir irgendwo hier noch an, der Wand, an die Wand hinpappen müssen. Doch wir wollen jetzt uns fragen, wo müsste ich einen Spiegel, hinste äh, wo müssen wir einen Spiegel hinstellen, wenn wir das Spiegelbild, ups, das heißt dieses Objekt hier, am Küchenfenster betrachten wollen. Um das Spiegelbild des Spiegelbildes, also von diesem Objekt am Küchenfenster zu finden, spiegele ich einfach das Spiegelbild am Küchenfenster. Dazu muss ich das Küchenfenster nach hinten verlängern und zeichne jetzt das Spiegelbild ein. Das bedeutet, den Fernseher muss ich hier senkrecht an diese Verlängerung abtragen und zeile wieder Häuschen. Also für P2 sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Häuschen nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das müsste dann hier liegen. Das bedeutet, gestrichen nach hinten, das wäre dann Punkt. Das Spiegelbild des Spiegelbildes, also Punkt P2' und dementsprechend ähm, wäre dann hier Punkt P2, Entschuldigung, das wäre P2' und das wäre Punkt P1'. P12', jetzt habe ich es. Also, das hier ist das Spiegelbild des Spiegelbildes. Wir betrachten im Küchenfenster also dieses Spiegelbild. Das bedeutet, diese strahlen müssten durch das küchenfenster hindurch zum auge von bad fallen wenn ich das jetzt teste das klappt sehr gut hier durch das spiegelbild durch das küchenfenster hindurch der als spiegel agiert und jetzt noch hier bei p1 genau das gleiche gestrichelte linie durch das küchenfenster hier zu bad hin und das bedeutet wir können das spiegelbild des Spiegelbildes durch das Küchenfenster anschauen, weil dort Strahlen reflektiert werden, weil in Taten Wahrheit kommen die Strahlen nicht von P2' und P1', sondern dieser Strahl kommt vom Spiegelbild des Fernsehers, so eingezeichnet, werden dann am Küchenfenster zu Bad reflektiert. Für P1' genau das Gleiche. So, wieder ein bisschen krüpplig das Ganze einzuzeichnen. So, anderer Winkel. Also, dieser Strahl kommt hier gestrichelt durch, kommt hier hin und wird im Küchenfenster auch reflektiert. Und jetzt können wir direkt sehen, damit diese Strahlen, ich, gehe, ich lösche hier diese gel die gelbe Linie, damit die Strahlen an diesen beiden Punkten reflektiert werden, brauche ich hier, einen Spiegel, den ich blau einzeichne. Das heißt, diese Strahlen werden dann ausgehend von dem Originalfernseher wie folgt reflektiert. Das heißt, die Strahlen kommen hier auf diese Küchenwand, wo der Spiegel steht, werden dann reflektiert zum Küchenfenster hin und kommen dann zum Auge vom Bad hin. Genau das gleiche hier mit dem Punkt P2. Sieht so aus. Okay. Das heißt die einzige Möglichkeit von Bord, die, am Küchenfenster Fernseher zu schauen, ist, indem der Fernseher einmal quasi ähm, der Küchenwand gespiegelt wird, obwohl wir nicht wissen, wo der Spiegel genau liegen muss. Dann betrachten wir das Spiegelbild des Fernsehers, welche, welchen wir als reelles Objekt erfassen äh, können, am Küchenfenster, indem wir der, der, das Küchenfenster nach hinten verlängern. Dann liegt es hier. Dann überlegen wir uns, können wir dieses Spiegelbild überhaupt betrachten? Wir zeichnen hier die Strahlen ein und sehen, ja doch, sie gehen durch das Küchenfenster, also durch unseren Spiegel, können also hier reflektiert werden. Bei diesen Reflexionspunkten überlegen wir, ja, wie kommen die Strahlen überhaupt hier hin, weil das Spiegelbild des Spiegelbildes ist ja nicht tatsächlich da. Und wir können dann erkennen, diese Strahlen kommen vom, wir gehen ein Spiegelbild zurück, vom Spiegelbild Strich her. Wir zeichnen die Strahlen ein, wie sie zu diesen Auftreffpunkten kommen und bemerken dann, dass die hier durch die Küchenwand gehen. Wir brauchen hier also einen Gegenstand, welcher die vom Original kommenden Strahlen eigentlich hier reflektieren. Und so finden wir diesen Spiegel. Ich hoffe, diese Ausführungen haben euch ein bisschen geholfen und ich wünsche euch noch viel Spaß beim weiteren Aufgabenlösen.